Hallo und herzlich willkommen zum LS19, der Challenge auf dem Zweisternhof mit Mikado und dem Lohnunternehmen Tiger Farm. Servus. Hallo. So, gut. Lohnunternehmer ist heute wieder bei Varuna. Ich bin mal wieder auf mich allein gestellt. Ja, war ich ja letzte Folge auch. Ja, stimmt. Ja, gut. Aber das war ja jetzt kein Problem. Genau. Na dann. Also es steht dir auch frei, immer wieder bei Fragen hochzukommen, ja? Oder runterzukommen. Ja, ja. Na dann, gut. Ich mal wieder hoch. Jo, bis später. Später. Ciao. Bis später. Ciao. So, was hast du mit mir vor? Das ist eine gute Frage. Ich würde dich bitten, mit meinem Drescher Feld 7 zu dreschen. Ja. Null Unternehmen bräuchte ich noch. Ah. Null Unternehmen, jawohl. Danke. Feld 7, richtig? Ja. Hier nicht abtanken. Achso, keine Freiheitskapazität. Okay. Haben Sie eigentlich einen Traktor mit Frontlader oder so? Ja, Frontlader habe ich. Also Gabel. Ich habe eine Schaufel. Eine Schaufel ist nicht so praktisch, okay. Ich kann mir aber noch eine Gabel kaufen. Ja, ist heute noch nicht nötig. Vielleicht Anfang nächste Woche. So. Und ich denke, wir werden hier noch ein bisschen Nachschub generieren. Wir holen uns noch ein paar Schafchen. Wie viel passen denn in die kleine Schafweide rein? 80, glaube ich. 80. Ja, stimmt, 80 war ja, glaube ich, auch. Lass mal gerade gucken, 80 war das Ziel. Jetzt keine Ahnung, wie viele Tiere wir uns gekauft haben. 25. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Da müssen wir gerade gleich noch ein bisschen für Grasnachschub sorgen. Wasser können wir noch mal auftanken. Weil, nicht vergessen, die Schafe generieren uns schön viel Geld. Wolle. Wolle und damit Geld. Jawohl. So, ich habe gehört, Sie hatten letzte Woche ein Problem, gestern ein Problem mit so einem Ladewagen, der im Weg gestanden ist. Ja. Also, mir ist es wirklich ein Rätsel, wie der da hingekommen ist. Also, das steht da, glaube ich, immer noch. Aber ich... Ja. Bitte bei 50% Bescheid geben. Ja. Weil der ist nämlich auch nicht eingezeichnet. Als Punkt. Der Ladewagen? Ja. Also falls es meiner war, der ist bei mir hier. Also ich kann ja nochmal gucken. Also ich habe den gerade hier in Gebrauch, von dem her. Nee, der ist jetzt weg. Aber das war sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wie das da passieren konnte. Da wollte mir wohl irgendjemand einen Streich spielen und hat den da hingestellt, damit ich einen schlechten Ruf krieg. Vielleicht Mikado böse auf mich wird oder so. Aber wie soll er das denn gemacht haben? Ja, das weiß ich auch nicht. Bei wie viel Prozent Bescheid sagen? 50. Ich muss dann runterkommen zum Abtanken. Oder jemand hat probiert, da einfach taktisch ein bisschen Zeit zu klauen bei Mikado. Könnte natürlich auch sein. Hm. Mikado hat nichts mehr zu tun. Nee, ich schreibe jetzt nicht. Ich hätte jetzt. Also. Ich würde jetzt, wenn er nichts mehr zu tun hat, wüsste ich schon, was ich mache. Was denn? Na, Bäume fällen. Irgendwie irgendwas tun, damit ich Geld kriege.
So, ich hoffe mal, dass das Gras reicht. Ich meine, wir haben jetzt ein paar mehr Schäfchen, das heißt, wir haben auch ein paar mehr Bedarfe hier. Das heißt, Schafe brauchen natürlich auch mehr Futter. Das reicht erstmal. Wie voll sind Sie? Ich bin jetzt 32% voll. Oh, erst? Okay. Ach, fürs drei Stunden die Stunde würde ich 1000 nehmen. Ist in Ordnung. Hatte ich eigentlich letztes Mal bezahlt? Ja, doch, 500 hatte ich bezahlt. Ja, doch. So. Baumfeld, ha. Jetzt kam man doch auf eine Idee. Jetzt hatte ich gerade noch die Überlegung. Wir haben jetzt 36 Schafe. Wir gehen mal kurz noch. Ich kaufe mir, glaube ich, noch mal kurz ein paar Schafe. Ui, da, nee. Hallo, spring drüber. 3, 4. So, das heißt, wir haben 50% der ersten Aufgabe erfüllt. Das Ziel war wie viele Schafe? 80. 80. Ja, ich bin theoretisch auf dem Weg. Praktisch auch. Physisch? Physisch bin ich natürlich auch da. Und körperlich? Muss. Oh, das leckt. So, Mikado hat natürlich genau das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Ich hätte auch Bäume gefällt. Also wenn gar nichts mehr zu tun ist, dann auf jeden Fall Bäume fällen. Und da. Oh, wir haben hier. Ah, wir haben hier Stroh. Okay. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es hier Stroh gibt. Ich kann das dann auch schwadern. Wenn das. Wie breit ist denn Ihr Schwader? Ja, ich würde gerade nochmal vereinbaren um die Ecke. Einen Moment. Mein Schwader ist 9,3 Meter breit. Ich schau mal gerade, was unser Schneidwerk hat. Es hat 5 Meter. Das würde sich schon lohnen. Ja, ich vermute nur, dass wir heute dafür keine Zeit mehr haben. Nee, habe ich auch nicht. Und daher werde ich. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Was gibt es denn in der BGA für einen Preis für Stroh? Wo gibt es denn? Kann man nicht in der BGA verkaufen. Nicht? Nicht. Okay. Nur Gras und Heu und Silage und Gülle und Mist. Ah, Gras, Heu, okay. Leer? Nein, noch nicht. Ja, jetzt. Sie können den Anhänger auch einfach hier stehen lassen. Ja, dann hole ich mir mal gerade den Ladewagen. Bevor ich jetzt warte und warte und warte. Ich werde mir einfach mal das Stroh abfahren. Beziehungsweise, Moment. Ich würde sagen, stellen Sie doch gerade mal auf die lange Seite dann den Helfer ein. Ja. Was machen wir denn? Ja, lange Seite den Helfer. Muss da gepflügt werden.
Ah, Sie müssen das machen. Was? Ich besitze das Feld ja nicht. Helfer? Ja. Und dann würde ich sagen, dann können Sie doch hier einmal probieren zu schaden. Okay. Beziehungsweise in dem Moment. Ah doch, wir müssen ja erst die Schwad wegkriegen. Ja doch, Schwaden. Dann kriegen sie auf jeden Fall 1000 für das Dreschen jetzt, oder wie viel? Sagen wir 800, weil ich ja jetzt nicht lange gemacht habe. Okay. Und dann für das Schwaden 500. Okay. Plus Anfahrt. Ja. Also 800, 500, 1400. Ja. Okay. Rentiert sich eigentlich Ihr Unternehmen oder wie sieht es aus? Ja, im Moment habe ich zwar noch mehr Ausgaben, weil ich ja noch nicht alles habe, ja, aber rentiert sich schon. Ist verständlich, okay. Ist gut, vielleicht werde ich im nächsten Leben auch kein Landwirt mehr, sondern einfach nur Lohnunternehmer. Oh, da waren sie aber schnell mit dem Schwabe. Ja, ist ja direkt im Hof. Also. Ja, vielleicht gerade einmal das Vorgewende fahren und danach ja. Den Drescher folgen. Hatte ich vor. So, ich würde sagen, wir haben hier richtig krasse Beschäftigung am Start. Also so viel haben wir bei uns noch nie gearbeitet. Lohnunternehmer am Start, Helfer am Start. Das lügt. So, und ich muss mal gerade gucken, wo ich für Stroh was krieg. Stroh ist das mit den Pfeilen nach unten. Der 106 bei der Mühle. Keine Ahnung, wo die Mühle ist. Weberei. Mühle, okay. Ah. Das sieht richtig, richtig gut aus. Also wir müssten das Stroh jetzt nicht verkaufen. Aber das ist halt zusätzlich Geld dafür. Sind auf jeden Fall die Kosten für die Helfer wieder mit drin. Sie könnten vielleicht, wenn Sie gerade ein bisschen Zeit brauchen, den Drescher dann mal abtanken. Ja. Weil das gerade eher... Ja, auf die falsche Seite gestellt. So. Dann bringen wir mal eine Ladung Stroh weg. Alt. Hier müssen wir abbiegen. So, wir kommen hier in ganz neue Bereiche, da waren wir noch nie, glaube ich. So, wo ist jetzt die Mühle? Müssen wir unten nach links. Diese Prius hier. Wenn die wenigstens mal Gas geben würden.
Wo ist denn jetzt die Mühle? Wir müssen hier lang. Okay. So, 106, das heißt, wir machen hier knapp 2000. Bisschen mehr als 2300. Wie gesagt, das sind 2400 sogar. Das sind einfach unsere Helferkosten, die wir ausgeben. Daher lohnt sich das schon. Der Drescher ist abgetankt. Supi. Dann passt er jetzt wieder mit Schwaden, glaube ich. Falsch gefahren. Oh, ich sehe gerade, sie haben auch einen Schafstall hier stehen. Ja, den habe ich noch nicht verkauft. Ah, das ist aber noch ein bisschen leer. Wenn sie jetzt Schafe kaufen würden, dann würden die ihnen ein bisschen Geld einbringen. Ein schönes kleines Häuschen haben sie da stehen. Ja. Warten ist angesagt. Das darf auch mal sein. Kann man ja mal was trinken. So, unser Soja ist auch schon fertig zum Ernten. Das läuft hier richtig wie am Schnürchen. Das heißt, nächste Folge können wir dann schon den Soja ernten, weil ich denke, wobei. Da wird man hier noch ein bisschen beschäftigt sein. Wer hupt denn da? Ups. Nein. Verdammt. Ja, ich hatte den Tempomaten. In dem Textfeld kannst du halt nicht mehr lenken. So. Wie voll war denn der Anhänger? Ungefähr. Weiß es nicht. Okay. Egal. Juhu, warten. Sie können Feierabend machen. Okay. Weil jetzt kann ich einfach hinterherfahren. Ist sowieso gleich Ende Gelände. Dann, das war 1400. Jawohl. Kommt gleich. Jo. Gut. Sollte angekommen sein. Jo, ist es. So, dann hole ich mal den Mikado dazu. So. Ja. Ich hoffe, Sie hatten auch einen erfolgreichen Tag, auch wenn es alleine war. Oh nein. Naja, morgen haben Sie ja wieder Unterstützung. Ja, aber ich glaube, da werde ich auch nicht so weit kommen. Naja, aber schon. Sind Ihre Felder noch nicht erntereif? Doch, eins. Ich bin auch gerade schon am Abend. Ah ja. Ja, so sieht es bei uns auch aus.
Wobei ich gerade festgestellt habe, ist sogar schon Erntereife 3. Ist Tigerfarm auch drin? Wie bitte? Ist Tigerfarm auch schon hier drin? Ja, ja, klar. Ich habe sie ja, also ich habe dich ja gezogen. Ach so, ja gut. Dann Tigerfarm, hier haben sie Geld für das Fachwerkhaus. Dankeschön. Ah, waren sie endlich mal ein bisschen liquide? Konnten sie Geld bezahlen? Ja, ja. Mittlerweile habe ich da ein bisschen Geld. Ja, muss ich doch gerade mal ein bisschen Industriespionage machen. Ja, gerade im Moment sogar mehr wie ich. Ja. Gut, dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder und alles. Oder alles, genau. und wir sehen uns morgen wieder 14 Uhr. Haut rein. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.